Mein Name ist Dani Roy P und ich begrüße euch zurück zu Lego Star Wars, die Skywalker Saga. Burak. Okay. In der letzten Folge haben wir ein bisschen weiter Episode 2 gespielt. Wir haben Jango Fett verfolgt mit Obi-Wan. Ich will mal mich hier nicht bewegen, weil Anakin hat eine richtig coole Idle Animation, die will ich mal zeigen. Also hoffentlich macht er die jetzt ja gleich, ne? Und ja. Heute machen wir weiter mit der Story. Anakin sorgt sich um seine Mutter und wir gucken, ob es ihr gut geht, und da gucken wir ja natürlich mal nach, ne? So, ich hoffe, jetzt kommt da so eine Idle Animation nach der Zeit. Vielleicht muss ich erst das Schwert ziehen, ne? War ein bisschen schade, man die nicht gesehen hat. Aber ich würde die mal gerne zeigen, weil ich fand die cool. Weiß noch nicht, worauf das da ankommt, ne? Jetzt hat er wieder sein Schwert weggepackt. Das ist nicht die Idle Animation, die ich gemeint habe. Na komm. Tu es für mich, Anakin. Für mich. Ja, sie macht ihre. Sie macht ihre. Also ja, keine Ahnung. Wir haben ein bisschen noch. Wir haben Kopfgeldjagd abgeschlossen auf Feed. Wir haben. Im Raum von Labu haben wir noch ein paar Sachen erledigt, ein paar Gegner ausgelöscht und so. Wir haben die Archive wieder gefunden für diese eine Jedi aus dem Jedi-Archiv. So, die Idle Animation war mehr oder weniger, keine Ahnung, Anakin hat mit seinem Lichtschwert rumgefuchtelt und das ist dann irgendwann rot geworden und keine Ahnung, er hat dann einfach da ein bisschen geschüttelt und dann ist er wieder blau geworden. Hm, Foreshadowing. Ja, ich fand das lustig. Aber ja, was soll man machen, ne? Wenn er halt nicht will, dann will er halt nicht, ne? So. Ich habe ja wieder ein paar mehr Charaktere, dann kann ich ja hier wieder einige mehr Sachen erledigen. Da geht die Story weiter. Machen wir die Story weiter. Hey, Watto! Geschichte fortsetzen. Zeig mal. Der kleine Annie? Annie? Der kleine Annie? Na, du bist aber in die Höhe geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter, wo ist sie? Sie? Ich habe sie verkauft. Hab sie verögert. Vor Jahren schon. An einen Feuchtfarmer namens Lance. Geschäft ist Geschäft. Wo ist Ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die Wüste und sucht nach Wasserdampf-Evaporatoren. Wir müssen in die Wüste. Findet sie schon. Und dann zeigt er eine Idle Animation. Ich fand die gut. Vielleicht darf ich nicht auf ihn spielen, keine Ahnung. Genau. Ich habe letztens irgendwie so gehört, irgendwie so, dass Darth Vader mal irgendwann Watto besucht hat. Vom Extended Universe irgendwie gab es irgendwie eine Story, wo Vader irgendwie Watto besucht hat und es wurde irgendwie darauf hingedeutet, dass er irgendwie Watto einige Sachen erzählt hat, bevor er ihn abgemetzelt hat oder so. Oder es wurde irgendwie darauf hingedeutet, keine Ahnung. Ja, guck mal. What? Ah. So muss das sein. So, haben wir das erledigt und so haben wir das gesehen, jetzt kommen wir weiter. Und ja, da war interessant, also ich wortwörtlich gestern irgendwie so, ja, ich bin drüber gestolpert, glaube ich. Okay, das sieht doch irgendwie ziehen. Warte mal, wieso steht da ziehen? Was soll mit der Macht, kann ich da ziehen? Das ist wie so ein Hindernisparcours da oben. Lass mich mal da hoch, ne? Okay, da oben. Ich kann ja nicht doppelt springen. Perfekt. Nee, bringt nichts.
So, wir haben uns jetzt mal hier diesen doppelten Stein geholt, ne? Diesen doppelten Steinbonus. Das dürfte ja jetzt hier auch ein bisschen es einfacher machen, Steine zu farmen, ne? So, muss ich hier machen? Ne, ein Ding fehlt noch, sehe ich gerade. Ja, ist auch eine Leiter. Warte, da habe ich gerade was gesehen. Oder warte hier. Irgendwo habe ich da gerade was gesehen. Ah, wo kann man denn hier noch hoch? Wie komme ich denn da hoch? Oh, hier. Ah. Ich weiß nicht, ob das so. Ah. Okay, anscheinend können wir an der Wand dran laufen. Gut zu wissen. Jetzt das Ding. So, was bringt mir jetzt das Ding da zu drehen? Ja, da muss ich erst. Interessant. Das behalte ich. Ich nehme an, das hätte mir helfen sollen. Ja. Aber zu, wenn man die Macht hat, ne? Man hat die Macht, alles zu tun. Okay. So, da ist der Pottrennen, ne? Was meinst du? Ich glaube, da war ich noch nicht, ne? Okay, ich dachte, da wird dann irgendwie so ein Haken sein, wie ich abgeschossen habe, aber irgendwie nicht, ne? Ist ja nicht los. Boah. Oh, wo seid ihr denn hier schon wieder, ey? Sollen wir gefälligst mal folgen? Oh, ich kann gar nicht hier ändern. Boah. Ja, jetzt seid ihr meinen hier. Ja, wir müssen dann in die Wüste, nehme ich an, ne? Einen gewissen Lars finden, ne? Mal gucken. Ob wir da unsere Mutti finden, ne? Da gehe ich überhaupt richtig, ja, ne? Wie sieht sie eigentlich aus? 68%. 3 Charaktere fehlen mir. Gut. Machen wir dann nochmal. Fehlt immer noch so ein Charakter, mit dem ich hier so springen muss. Ich weiß immer noch nicht, was für ein Charakter das ist. Schrottsammler, ich weiß nicht. Wollt ihr irgendwo anders hin? So, neues Gebiet. Oh, sehr großes Gebiet. Warte mal, was? 15 Charaktere. Okay. So ein Landspeeder hatte ich übrigens auch, aber der sah anders aus. Seine Eibitsche. Gehe ich da mit hier? Ja, wir müssen sowieso mit der Story weiter. Das ist die Wüste von Tatooine. Weil wir ja noch nicht alle Charaktere haben. Ne, wir haben ja nur 3 Charaktere zur Auswahl. Oh man, so viele Ringe. Oh. Okay. Oh, hier hört man die Machtmusik im Hintergrund. Ah, fängt bestimmt Episode 4 an, ne? So, ne, wahrscheinlich nicht. War. Hier in der Nähe fängt irgendwo Episode 4 an, nehme ich an. Aus dem Weg! Nein! So viele Ringe! So viel zu zerstören. Oh, da sind die 2 Sonnen. Halt. Was irgendwie am Glänzen? Ne? Oh, ne, du bist ja Tutorial, ne? Oh. Ja, warte mal. In den kann ich doch bestimmt die Dinger ja voll einfach zerstören, ne? Ja. Oh, dein Weg. Was ist denn da los? Oh, ein Stück. Wo bist du?
Oh, ich habe schon wieder Angst um die Musik. Boah, machst du die da kaputt? Geh mal aus dem Weg. Überdimensionalen Riesenratten. Okay, ist genug. Ha. Na, dir. Irgendwie nichts. Machst du da? Hallo? Komm ich eigentlich raus? Weil der fette Kollege davor steht? Ma. R2, warum musst du immer dran glauben? Name ist R2, nicht K.O. Ist das ein Tor? Irgendwas da reinschießen. Dich hier. Oh. War doch richtig, oder? Yay. Ja. Ja, wollte ich sagen. Sandball. Man nennt ihn so, weil man ihn mit Sand spielt. Ich habe schon jetzt wieder 120.000, ne? Machen wir ein bisschen weiter. Ah! 3PO? 3PO? Der Hersteller, Obermeister Annie. Ich wusste, ihr würdet zurückkehren. Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, ist sie nicht. Schmie ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Möglicherweise mit den Taskenräubern verhandeln. Das ist mir egal. Ich werde meine Mutter finden. Master Anakin, denke ich mir wirklich, wir sollten... Los, 3PO, du kommst mit mir. Oh, okay. Hör auf, den Typen umzubringen. Mit denen ist meine Mutter verheiratet. Zusammen, keine Ahnung. Die haben da irgendwas. Oh, was haben wir hier noch? Was ist das denn? Halt. So, da ist das Ding. Ja, aber ich dachte, jetzt wird er falsch hier an. Sehen? Ne, direkt hat richtig. Da. Wir sind bereit fürs Bad. Komm, bade mit mir, Bruder. Bonk. Wie sieht es mit der Rampe aus? Das Bein ist so nah, aber ich komme nicht rein. Nutze so kleine Beinchen. Eine Sekunde. Warte, dir. Wo ist das hier? Da draußen immer noch Action irgendwie? Ich höre noch hier Musik draußen. Oh, dafür, ne? Oh, jetzt wo? Wo bist du? Ah, ich kann ja nicht. Boah. Na gut, dann machen wir erstmal weiter. So, wer klappt sich denn da oben? Meine Güte. Wo denn? Was greifen wir jetzt hier noch an, ey? Warte mal, aufhört. Ich hab schon so viele von euch erledigt, ey. Kommt immer noch. Ich hab's noch nicht mal. Meine Güte. Da. Meine Charaktere nicht wechseln, also machen wir erstmal hier weiter. Ich höre sie schon im Hintergrund irgendwo. Ich spüre etwas. Hier lang. Meine Mutter ist hier. Irgendwo. Das ist ein Taskenräuberlager. Hier leben nicht nur Männer, sondern auch Frauen und Kinder. Was für ein faszinierender Haufen.
Erzähl mir mehr von diesen Frauen und Kindern. Mein Interesse wurde geweckt. Oh, wir sind schon hier. Oh. Mom? Was ist denn da drin was? Oh, ich dachte, ich könnte dieses Gemetzel hier spielen, ne? Ich nehme an. Warum konnte ich sie nicht retten? Ich nehme an, es gab keine Figur von Schmie oder so, deswegen wurde sie nicht gezeigt oder so. Mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Kurosan. Ich habe den Kopfgeldjägerjumbofett verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Kloneinrichtung auf Kamino, dann zu den Druidengießereien auf Ionotis. Kaum Toku stellt dort eine Druidenarmee zusammen. Warte. Wow. Anakin, bleib wo du bist. Beschütze die Senatoren, koste es was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du vorhast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Okay. Okay, wir gehen direkt weg. Okay. Ja, machen wir mal nochmal. Ich habe sowieso keine Charaktere gehabt. Padme, du hast Meister Windu gehört. Er hat mir ausdrücklich befohlen, hier zu bleiben. Er hat dir ausdrücklich befohlen, mich zu beschützen. Los, gehen wir. Obi-Wan ist in Gefahr. Sehr nix. Ist irgendwas? Weltraum über Augen. Oh, nee, oh. Ich glaube, wir sind ja noch bei Tatooine. Ich dachte, wir waren schon bei Geonosis. Ja, aber mal ein bisschen weiter in der Story, ne? Ja, schon gleich fertig, ne? Wenn ich mich hier irre. Wow. Was ist denn hier los? 5 wieder. Und ein Charakter. Und da ist ein Rennen. Okay. Ich mache mich einmal. Ich glaube, dafür müssen wir in die Fabrik erstmal rein, ne? Aber, Alter, pass doch mal auf, wo du reinfliegst. Ja, voll mich reingedonnert. Na, gab's nicht mal ein PS2-Spiel bei Episode 2? Du hauptsächlich hier mit Fahrzeugen spielen konntest, aber du konntest auch zu Fuß und so spielen. Ich meine, da gab es auch ein Spiel, ne? Oder hieß sogar einfach nur die Clone Wars, ne? Oder so, ich weiß nicht. Du kannst auch als Meister Window und so spielen, ne? Hast du gar nicht mehr so was, ne? Und früher hast du immer so filmlizenzierte Spiele gehabt, ne? Jetzt hast du sowas gar nicht mehr. Hast du vielleicht Lego Star Wars? Und einige von denen war gut, ne? Fand ich. Ich glaube, es sind ein paar richtig gute PS1-Spiele damals. Die auf Film basierten. Kriegst du jetzt gar nicht mehr. Ja, man so mit Lizenzen und so geht nicht mehr, ne? Weiß ich nicht. Ist jetzt schwieriger zu handhaben, ist komplizierter, ich weiß nicht. Aber jetzt gibt es sowas gar nicht mehr, ey. Stell ich mal vor, jetzt im Videospiel von Episode 7, 8 und 9, ne? Da sind schon einige Leute gefreut. Von Herr der Ringe gab es auch immer von jedem Film hier ein Spiel. Ist gar nicht mehr sowas. Gab es voll viele solche Sachen. Ja, machen die anderen übrigens auch mal kaputt hier? Ja, ne.
Ich bin schon in der Balken ist gerade ein bisschen höher. So, 1000 Dinger. Ne, 10.000 Dinger war das. Kein Steinchen? Nein. So, irgendwo habe ich hier gerade eine Quest gesehen oder so. Oder hier. Gibt es ja immer so ein Ding hier, ne? So ein Stein hier. Warte mal, sieht irgendwie anders aus. Ne. So, oh, endlich mal. Das Ding ist nicht so. Das Ding sagt auch Kalberstein. Ich denke mal, wenn ich die zweite Mal kaputt mache, dann kriege ich nur Steine, ne? Deswegen dauern die ja noch länger kaputt zu machen, ne? Nehme ich an. So, jetzt wieder ein Rennen. Ich nehme an, da kriege ich dann den Charakter, ne? So, die Weltraumdinger, die sind einfacher. Oh, Ada Secura? Okay. Für die Weltraumschlacht? Cool. Wie so ein Jedi. Ah, nehme ich wieder sowas. Alter. Ihr müsst mir das erste Ding auch schon irgendwie so in der Reichweite bringen, ne? Damit ich auch sehe, wo ich hinfliegen muss, okay. Ja, gesehen. Ich hab nach vorne gucken, das Ding war nirgendwo zu finden. Genau wie auf einer Bo, ja. War genauso nervig. Was ist das Ding da? Ne. Gott, diese Dinger sind so nervig gemacht, ne? Da kann ich schon vergessen. Kann ich halt neu starten? Ja, gerne neu starten. Boah. So, bestimmt ja mit Vollgas durchgehen, ne, um das überhaupt zu schaffen. So. Die zeigen mir halt noch nicht mal hier in Sichtweite. Boah. Jetzt mal schaffe ich das, ne? 35 Sekunden. Ja. Oh, ins Gesicht. Okay. So, alles erledigt, ne? Ada Secura habe ich freischaltet, habe ich gesehen. Cool. Ah, oh, die hat doch zwei Lichtschwerter, ne? So, bestimmt cool, ne? Warum gab es eigentlich nie mehr irgendwie in den Filmen irgendeinen Jedi, der irgendwie so ein Backhand-Style hatte, so wie Starkiller? Von Force Unleashed, so jemand, der irgendwie hat Lichtschwert rückwärts hält. Weil Lichtschwertern stelle ich mir halt gar nicht so umständlich vor, ne? Bei normalen Schwertern, ne? Ein bisschen komisch. Aber bei Lichtschwertern brauchst du ja nicht unbedingt irgendwie Kraft, um zu schneiden, ne? Deswegen stelle ich mir halt irgendwie sehr praktisch vor. Das könnt ihr mal in den nächsten Filmen irgendwie so machen, irgendwie so ein Bösewicht, der irgendwie so ein Rückwärtsding hat hier. Ne? Ich finde ja, wenn die irgendwie irgendwann mal wieder Star Wars Filme machen, ne? Die haben Bösewicht, die Bösewichte sollen immer irgendwie was Neues haben, finde ich, ne? Ja, erst hast du Darth Maul mit seinem Doppellichtschwert, dann hast du oder theoretisch hat sie ja erst Darth Vader, ne? Mit seinem roten Lichtschwert. Dann kam Darth Maul, der hat ein Doppellichtschwert gehabt, dann kam Count Dooku mit seinem gekrümmten Lichtschwert, ne? Was er ja angeblich, so wie ich das herausgefunden habe, das hat er ja angeblich benutzt, um im Duellieren irgendwie einen Vorteil zu haben, ne? Irgendwie so, ich weiß ja nicht mehr die genaue Lore, aber irgendwie so ein gekrümmtes Lichtschwert soll irgendwie besser in der Hand liegen. Und das soll irgendwie, weiß ich nicht, so soll irgendwie so vorteilhaft gegen normale Lichtschwerter sein oder gegen Jedis oder so. Also das war irgendwie so ein Lichtschwertgriff oder war das denn sein Kampfstil? Ich weiß es nicht.
irgendwie ein Kampf, hat er nicht irgendwie so ein Kampfstil irgendwie gegenüber Jedis effektiv sein sollte, was natürlich nicht so gut ankam, ne? Also hör mal, warum muss denn ein Kampfstil, der gegen Jedis gut ist, ne? So im Sinne davon, ne? Aber ich meine, irgendwie so war da was, ne? Komm ich da so hin? Ey. Na, wir sind übrigens auf Geonosis hier, ne? Cool. Geonosis fand ich schon immer cool, den Planeten. Ich weiß nicht wieso. Ist ja eigentlich nur. Ah, okay. Ist ja eigentlich nur mehr oder weniger. Ein bisschen Tatooine 2.0, wenn ich ganz ehrlich bin, ne? Nur so ein bisschen mehr Ödland anstatt Wüste. Aber trotzdem. Ja, ja, worauf ich hinaus wollte ist, ich finde, jeder Bösewicht sollte immer irgendwas Neues haben. Erst hatten sie ja Darth Vader mit seinem roten Lichtschwert. Dann hatten sie... kann ich hier wechseln? Ja, kann ich. Dann hatten sie... Darth Maul mit seinem Doppellichtschwert. Count Dooku mit seinen gekrümmten. Dann hatten sie... ja, dann kam halt wieder hier Sidious, Anakin mit normalen Schwertern. Also Anakin hat ja kein Spoiler. Anakin hat ja kein rotes Lichtschwert, hat ja ein blaues Lichtschwert gehabt, ne? Was, wenn man so über nachdenkt, ist ja auch wieder was Neues, ne? Ein Bösewicht mit einem blauen Lichtschwert. Wenn man so drüber nachdenkt, ne? Oh, da kann ich nicht rein. Aber der Schrottsammler. Dann kam Kylo Ren, ne, der hat sein Parierstangenschwert gehabt, ne, so wie er den Jedi Survivor hieß, ne. Ich find's wird mal Zeit für einen Bösewicht, der irgendwie so Störche gerade. Droiden müssen auch sauber bleiben, wisst ihr? Dieser geonosianische Staub kommt überall hin. Wenn ihr kennt so im Hintergrund, das kenne ich. Diese schrecklichen Soldaten haben die Dusche schon wieder belegt. Bis wir dran sind, ist sicher kein heißes Wasser mehr da. Hey. Oh, nichts, was ich dagegen machen kann, ne? Jemand hier soll ich reingehen, ne? Ja, kann ich aber nicht. So wie gesagt, ich finde, es wird mal Zeit für einen Charakter, der so einen Rückwärtsstil hat, ne? So ein Backhand-Stil. Ich finde, da war der Wookie. Ich finde, dafür wird es auch mal Zeit, ne? Oder jemand mehr, der zwei Lichtschwert hat. Aber auch mal cool, ne? Ich finde, jedes Mal soll irgendwie was Neues so eingeführt werden, ne? Kann ich mit dir reden? Nein. Aber du kannst mit dem reden, ne? Du kannst mit dem reden. Nur nochmals mit Reisender. Der Sport hier ist eher barbarisch, nicht wahr? Aber ich bin ja nicht hier, um zu urteilen, sondern um Neues zu lernen. Und heute habe ich gelernt, dass ich nie auf Geonosis verhaftet werden will. Ja, 4 von 33. Ich habe bestimmt schon an einigen Planeten den Typen verpasst. Ne? Woher wetten? Ja, Problem ist wahrscheinlich, wenn irgendwann mal so ein Backhand ich Sif kommt, dann sagen alle direkt so, oh, das haben die von Dings geklaut, hier von Force Unleashed, blablabla. Ja, aber ist doch cool. Wäre doch cool. Ich kann hier ist ja auch Star Wars. Wer interessiert? Interessiert es, ob die halt geklaut haben oder nicht? Du, gehst du da runter? Ich kann ja irgendwie nicht interagieren. Der hat ihn getötet. Aber warte, ich soll gleich hier die Macht einfach benutzen, ne? Nein. Keine Sorge, ich helfe dir. Ernsthaft? Oh, ich wollte schon sagen. Das war
äußerst unangenehm. Ist der Keonosianer aber los? Ah, das war dieses eine Katzenviech, sehe ich gerade. Ich schlage vor, dass ich das erledige. Was später vorkommt. Merke ich ja jetzt erst. Ich kann hier so raus. Nicht anfassen, nicht anfassen. Bin noch nicht fertig, Kollege. Ne? Beruhig dich. Ganz locker bleiben. Immer schön locker bleiben. Ah, gib mir aus dem Weg, ihr fetten Typen. Aus dem Weg. Ich bin an der Reihe. Ja, aus dem Weg. Ich kann sagen. Der füttert mit seinen Schwanz da immer aus. Gehst du weg? Ist aber. Nein, ich hau. Lass den mal. Boah. Ich denke, das ist ein Fall für mich. Ah. Okay. Haben wir noch hier alles? Kann ich das Ding wieder herausnehmen? Scheiße. So, leck mich. Okay. Und nein, nicht nach außen. Nein. Da lang, da lang, danke. Da mal hier. Sie sehen Sie nichts. Nein, warum geht das nicht? Warum soll ich da rein? Oh, ich sehe schon. Alles klar. Geh mal aus dem Weg, Leute. Boah, Leute. Ihr müsst mal weggehen da. Das habe ich im Senat noch nie gesehen. Hallo, switch zurück zu Anakin. Was? Ich drücke die ganze Zeit an 1. Bin zu allen zurückgeswitcht, nur nicht zu Anakin. Ja. Joink meins. Das zeige ich dem Rat. Vielleicht machen die mich dann zum Meister. Endlich. So, boah, ihr müsst mal hier. Hier sind viel zu viele Leute gerade. Der switcht irgendwie nicht zurück zu Anakin. So, ich nehme an, ich brauche das Ding wieder, ne? Boah, ja, Leute, ihr müsst mal da weggehen, ne? Gibt's da jetzt nicht. Nein, geht weg. Die sind schon wieder auf mich zugerannt gerade. So. Was wir noch hier machen? Ist überhaupt noch irgendwas? Nö. Okay. Ich dachte, wir hätten noch was hier. Zu erledigen. Ha. Ha. Da komme ich neben dem hin. Nicht mit meinen jetzigen Sprung können. Ne? Ich weiß nicht, ob man das. Aber können, ne? Da meine ich hier noch so. So all die Sachen, die mir mehr Punkte geben, ne? Mal erhöhen. Immer mehr Punkte, ne? Je eher wir machen, desto mehr kriegen wir die Punkte wieder zurück. Ich bin schon wieder bei 250.000 gleich. Sehr schön, ne? Ein Stein. Wie komme ich an diesen Stein? Oh. Oh, ich muss auf R2 gedrückt aus Reflex. Kann ich die Macht einsetzen? Da ist noch eins. Seid ihr schon jetzt weit entfernt, ey. Boah, da ist ja auch mal los. So. Da ist ein Ding, da ist ein Ding. 4 Stück, ne? Da ist ein Ding, dann nehme ich mal einen da, ne? Ja. Okay, alles klar. Boom. 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 Und boom. Haha.
Ich mache dich auf für unsere Bounty. Schüsse in der Schlucht. Ah, welcome to the video. Coming after you. Ich komme auf den Ding. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Oh, diese Dinger sind so empfindlich, ne? Warte, mit ballern. Ah, ich bin schon wieder am Anfang. Das ist schon wieder passiert. Meine ja. Oh, Kopfgeldjäger. So tot. Ich muss schon sagen, warum kann ich hier nichts? Oh ja, die haben diese geilen Blase. Ich muss schon sagen, warum kann ich hier nichts endgültig töten? Ne? Ah! Wenn abgewehrt angezeigt wird, versucht die Abwehr deines Feindes durch einen anderen Kombi zu durchbrechen. Es muss nicht so tiefgründig sein, Spiel. Ich kann einfach den hier machen. Ganz ruhig, Leute, ganz ruhig. Oh, sorry, er so. Genosianisches Gold. Weiß er schon wieder passiert. Oh, wer ballert auf mich? Bist du was? Bist du was? Alter. Ganz ruhig, okay, alle sind tot. Warum tut der Typ sich immer automatisch hier? So, mach mal so. Wir haben einen Schrottsammler. Ich habe das Gefühl, mit so einem Bike könnte ich da hingehen. Diesen Stein zu erreichen. Aber so war es erstmal nicht. So, hier komme ich doch bestimmt durch einige Sprungmanöver hin, oder? Jetzt pass mal auf. Oh. Nein, spring doch. Nein, komm, das schaffe ich doch so was von. Na komm. Oder nicht? Ich habe keine Lust mehr. Ich habe Interesse verloren. Ja. Ah! Ein ganz schlechtes Gefühl. Okay. Und ja, hopp. Okay. Zack. Ich vermisse es irgendwie, wie man in den originalen Lego Star Wars Spielen ja die Dingens hier also alles mögliche mit der Macht machen konnte, ne? Okay, da ist anscheinend Gift. Also du hast irgendwie so was komisches gesehen an der Wand, wo du konntest die Macht einsetzen und schon als irgendwie, weil nicht irgendwas zusammengebaut oder irgendwie sowas, ne? Davon gibt es ja relativ wenig, ne? Du kannst ja immer nur so bestimmte Sachen machen, aber dann dafür so ganz schön viele Sachen, ne? Verschiedene, so meine ich. Ich warte mal hier. Mich darum. Ey, yo, was geht? Ich brauche eine Karte. Ich brauche eine VHS-Kassette. Ah, irgendwo muss ich hoch. Nehme ich an.
zurück. Ich mir jetzt. Nein, nicht dich. Nein, nicht dich. Dich. Oh. Ja, ich glaube, ich da hoch kann. Boah. Nein, nicht du. Boah. Sieh doch schon auf das Ding, ja. So. Ich komme da immer nicht hoch. Boah, gehst du da drauf? Gibt's da hier nicht. Geht der Dinger mal kaputt. So. Der ist schon wieder lauter gefallen. Bleibst du da? So, oh mein Gott. Nehmen wir die VHS-Kassette. Ah, da ist noch so ein Ding gewesen, ist klar. Das behalte ich. Boah. Na. Fertig hier, weiter geht's. Da ist auch noch ein Teil. Boah. Drück mir noch einen rein. Hey. Guck mal, was hier noch so ist, ne? Oh. Schon lange nicht mehr Obi-Wan gesehen, ne? Ich weiß, jetzt gefangen, aber trotzdem lange nicht mehr gesehen, ne? Hier sind nur überall Dinger, sehe ich gerade, ne? Aber halt, was ist das? Wo seid ihr schon wieder? Boah. Mach mich fertig, warum folgt ihr mir nicht mehr? Schon den ganzen Tag so, erst mit R4. Aber ich dachte, da war einfach nur so ein Defekt. Hier Dinge abschießen. Nee. Zweit entfernt. Sind das überhaupt für Dinger? Ne, das sind so Schalter. Ne, da sehe ich auch so, so Dinger zum Dranhängen. Ah. Wir haben so viele Dinger, ne? Aber irgendwie finde ich ja keinen. Was hier? Hier ist wieder der Eingang. War schon hier drin. Dunkel. Was wegen Resident Evil 6? Hier ist so dunkel, du siehst gar nichts. So, hey. Den Raum kenne ich. Den gab es auch in Battlefront damals. Da konntest du auch in Battlefront mit rumlaufen in diesem Raum. Dieser. Dieser Konferenzraum. So, reicht wahrscheinlich wieder nicht, ne? So. So, oh, der aktive Charakter, den ich habe, ist. Weißt du überhaupt, wo es lang geht? Du verläufst dich doch andauernd. Da wird nicht reichen. Und noch so ein Ding da. Scheint irgendwie einige spezielle Interaktionen zu geben, je nachdem, welche Charaktere man in der Truppe reinpackt. Nämlich irgendwie an Honkai Star Rail. Irgendwie erinnert mich alles an das Spiel. Das aber. Mir kommt es eigentlich darauf, dass ich immer die Füße spielen will. So. Ja, wenn ihr da irgendwie eine bestimmte Gruppenkonstellation zusammenstellt, so bestimmte Charaktere in der Truppe reinpackst. Geben die auch immer irgendwelche Kommentare ab. Sehen wir genauso hier in dem Spiel.
in einem bestimmten Charakter schon in der Truppe hast und du tust einen bestimmten da hinzufügen. Dann lassen die mal so ein paar Dinge ab, ein paar Sätze. Ihr seid hier, alles klar. Wo ist der Rest? Ah. So, meins. Meins, sage ich. Zum Angriff, sag ich. Da komme ich jetzt wieder raus. Gar nicht. Wir sind hier reingekommen. Boah, wir sind hier reingekommen. Oh, so ein Gegnerball. Zwei, drei, vier. Oh, ich habe keine mehr. Oh Mann. Guten Schiff. Ja, damit. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was war das hier? Boah, es ist ja immer noch drin. Oder eigentlich mit der Macht hier reingehen. Ein bisschen Ziel suchen da. Was hat alles so ein geonosianischer Starfighter, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ne? Okay. Aber die Geonosianen, die haben da auch so komische Dinger, ne? Die sehen ein bisschen so aus, glaube ich, ne? Wenn ich mich irre, ne? So mit oben und unten so Dinger. Später! Pff. Oh mein Gott. Nein, danke. Das muss echt nicht. So, jetzt sind wir ja draußen. Jetzt sind wir ja alle draußen. So. Komm ich da hoch? Irgendwie? Nee. Das ist schwierig, hier die Dinger alle zu finden. Ja, ich hoffe, die Level schwieriger werden, je nachdem. Ich meine, offensichtlich muss es ja so gemacht werden, dass du es in jeder Reihenfolge spielen kannst, ne? Aber so Episode 2 und 3 oder 5 und 6, die kannst du ja nicht spielen, wenn du nicht vorher schon die ersten gespielt hast, ne? So 4, so 1, 4 und 7, ne? Also nehme ich mal an, die könnten vielleicht ein bisschen schwieriger werden, ne? Die Episoden, die man später freischalten muss, ne? Na, das war einfach. So stelle ich mir den vor, ne? Das ist ja sozusagen, es hat mehr oder weniger Level 2, was ich hier gerade spiele, ne? Also egal mit welcher Episode startet ihr, das kann ja keine minimal Level 2 sein, ne? Nicht Level 1 oder irgendwie so, ne? Episode 4 wäre Level 1, Episode 7 wäre Level 1, ne? Die ganzen Nachfolgenden müssen ja dann die nächsten sein, ne? Dementsprechend auch halt schwieriger, ne? Würde ich jetzt mal raten, ne? Ja, mal schauen. So, irgendwie lässt sich ja voll wenig finden, irgendwie. War Schrottsammler und so die meiste Zeit. Oh, haben wir einen Blaustein. Da kostet eigentlich hier so ein nächster jetzt hier. Okay, ich weiß nicht, was diese Punkte da sagen. Ist ja einfach eine Prozentzahl, ja, ne? So, hier brauche ich 2 Millionen. Okay, was schon sagen. Ich wollte nämlich gucken, wie viele Punkte ich brauche. Ich weiß auch nicht. Ich nehme ein Steinchen von allen Quellen werden jetzt hier verdoppelt, ne? Oder umsteht auch mal 2, sehe ich gerade erst. Also eine kleine mal 2 unter der Nummer. Wie ich jetzt das bemerkt. Ich würde sagen, wir machen ein bisschen noch die Geschichte weiter, ne? Gucken wir mal.
jetzt nicht vor, hier irgendwie offscreen was zu machen, glaube ich. Dann gehen wir mal da rein. Wird schon nicht so lange dauern, ne? Furore in der Fabrik. Ich bin nicht daran interessiert, mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Okay. Halt. Ach, schau mal, wie cool ich bin. Das also nennst du eine diplomatische Lösung? Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Sie hat jeden da getötet. Das hat hier jetzt einen eigenen Level. Die bringen uns bestimmt in Sicherheit. Nun, da geht auch dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Ey, was geht? Oh. Das war alles, was ich finden kann. Lebt er noch? Ja, warte mal, er kriegt gar nicht mal zwei, sehe ich gerade. So, was wolltest du von mir verlangen, Spiel? Okay, ist gut. War nicht so nervig, Leute. Wenn sie unsere Hilfe gebraucht hätten, hätten sie... Tolles Timing, ihr beiden. Könnt ihr diese Energiezellen starten? Halten, okay. Zu denen zu wechseln, nehme ich an. Oh, das ist cool gemacht. So, erstmal jetzt kaputt machen, ne? Bring Steine. Ja, wenn ich die Level hier. Oh, jetzt wurde ich durch. Um Himmels Willen, Erzho, beruhige dich doch. Okay, ist am Weg durch die Druidenfabrik. Oh, hier. Ja, bauen. Ich kann nicht bauen. Ich noch mehr jetzt trashen. Boah. Irgendwie nicht. Du kannst doch. Boah. Wer ist denn der Astromech-Druide? Du oder ich? Oh, ich bin gleich tot. Ich wünsche, wir sind nicht darauf programmiert, Systeme wie dieses zu verwenden. Komm mit, R2. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezellen aufzuladen. Jetzt bau das doch. Aber. Ah, Punkte. Aber ich kann mich entscheiden, alle oder die einzelnen. Warum sollte ich jemals alle beide auf einmal drehen, wenn ich das so machen kann? Meister Anakin, ihr müsst die letzte Zelle laden. Nein, sein Lichtschwert springt schon wieder um. Anakin, kannst du die Ladung zwischen den Zellen übertragen? Okay. Ich benutze die Macht, um was zu bauen. Nein. Ich benutze die Macht, um noch mal was zu bauen. So, jetzt gibt mir aber keine Punkte. Oh, Boom. Ich nehme mal, die muss einfach nur raus, ne? Also kann ich da wieder nur zusammenbauen. Na gut, keine Ahnung. So,
Dinge, die damals geholt waren, oder? Boah. Ist da runter? Ich weiß es nicht. Punkte. Die kann man nur kaputt machen, um die wieder aufzubauen. Für Punkte, ich weiß es nicht. So, irgendwas soll ich hier noch machen, ne? Hier? Nee. Ja, Ding habe ich ja entfernt, aber nun. Ja, warte, soll ich jetzt irgendwie was machen? Ich glaube nicht, ne? Na, was komm? Was muss ich hier machen? Ich nehme an, ich muss hier runter, ne? Sieht aber nicht so aus. Jetzt will ich da runter, ne? Also ich Punkte verloren? Nein. Ah, meine Punkte, gib mir die. Alter, der lädt mich nicht mal da hoch. Oder noch mal einen Punkt hier einkassieren. Was willst du, was ich hier mache? Soll ich da Dinge aufladen oder was? Boah. Ja, komm. Welchen da aufkommen sollen, ey. Da sind gerade Gegner aufgetaucht bei den beiden, ne? Ja. Ho. Nein, nicht hier. Konnte Obi-Wan nicht an einem sicheren und ruhigen Ort verschwinden? Cool. So, ich kann da hoch. Nein. Das Werk ist riesig. Dokus Druidenarmee muss rasend schnell wachsen. Nein, da komme ich auch noch nicht hin. Ja, das ist wie diese eine Level von Resident Evil 5 irgendwie. Wie weit ich damit schießen kann. Aua, mach mir Schaden. Partner, bist du irgendwo hier? Irgendwie nicht, ne? Arbeitet der hier? Ich wurde gerade, glaube ich, getötet. Ich will mit eurem Vorgesetzten sprechen. Ein Controller abgebrät. Ja. R2, bist du noch da, Kumpel? So. Ich wird da die ganze Zeit abgeknallt. So, R2. Die Dinger waren vorher nicht hier, ne? Also weg, aua. Oh. Bonk. Maschinen erschaffen Maschinen. Wie pervers. Ich hatte ja schon daneben, keine Sorge. Krieg ich ja für jeden einzelnen jetzt. Boah. Ist auch broken. Ich muss sowieso in die Level noch mal rein. In den Kopfgeldjäger-Dingen da. Oh, verdammt. Nimm das. Es kann nur ein Best Druid geben. Na, wer ist denn euer Lieblingsdruide, ne? Meiner ist HK47 aus Knights of the Old Republic. Der Reban gehörte. Nein, eigentlich nicht. Eigentlich finde ich ihn auch so klasse. Definitiv der beste Charakter in Knights of the Old Republic. Neben Reban natürlich, aber unglaublich nah dran. So, hier muss ich hin, ne?
So, und nun? Irgendwie geht's hier nicht weiter. Oder hier? Hier. Yay. Wir können das Band für Meister Anakin wieder einschalten. Oh, ich kann was machen. Oh. Dann tippe wie folgt: Schütztorben. Woher hast du noch immer all diese Ideen? Ich bin doch krank im Hirn, R2. Weißt du, meine Lieblingsepisode, meine Lieblingsepisode ist definitiv die dritte. Warte mal, hier so. Oh, hey. Oh. Nein. Kann ich halt aufheben, wenn du halt fertig hast? Gib mir das. Yoda. Ist das Yoda? Nee. Ist halt diese eine aus dem Rad, die auch so eine Yoda ist. Ich weiß nicht, was damit auf sich hat. Er ist bestimmt wichtig, aber was soll's, ne? Ich weiß nicht, warum ich beide auf einmal oder die einzelnen nicht steuern sollte. Ist doch viel einfacher. Da könnte etwas länger für so sein, je nachdem, wie lange die Level ja noch dauert, ne? Ich glaube, wir werden auch direkt schon in die nächste Level dann reingeschmissen, ne? Mir geht's ja direkt danach in die Arena rein, ne? Kann ich hier Dings war mal hier für R2 das Ding hier noch also abbogen alles was mir ja Punkte gibt. Wir müssen weiter durch die Fabrik. Anakin, kannst du mich nach da oben befördern? Nach oben, ja. Brennofen sollten wir ausweichen. Da kommt die legendäre Weisheit der Jedi zum Vorschein. So, da muss ich die Macht einsetzen. Oh, habe ich noch nicht voll. Wie bist du denn hier hochgekommen? Ach, so ein Ding hier machen, ne? So, mal habe ich das hier aufgemacht. Zum kaputt machen, alles klar. Ich habe irgendwie ein bisschen so die Übersicht verloren, was ich genau machen muss, ey. Um voranzukommen. So. Fahrer GD. So. Boom. Und boom. Und zack. Ich habe es irgendwie noch nie gesehen, wie sie irgendwie eine Konsole irgendwie am Rumtippen bei in den Episoden. Okay, ja, Jar Jar. Genau mit diesen Dingern. Ganz ernst, wo ist euer Vorgesetzter? Habt ihr gerade Pause? Die Fabrik sollte geschlossen werden. Nichts entspricht hier den Vorschriften. Das weißt du noch nicht, Anakin, Mann. Guck mal, was sind da? Superkampf-Druiden. Boah. Oh mein Gott. Okay.
Ja, Feuer, Spoiler, hier kommen wir später. So als Überraschung. Ah, ah. Wie so einen geilen Auftritt haben in der Arena. So. Oh, irgendwann habe ich da gerade bekommen, glaube ich. Yay. Oh, aua. Aua. R2, 3PO, hier entlang. Los. Wo sind die? Oh, ja. Yeah. Da hängt nur einer. Da brauche ich da gerade zusammen. Da ist ein Schalter. Oh, Padme hat das schon allein gemacht. Cool. Nein. Nein, flüssiges Lego. Fast genauso schlimm wie echtes Lego, wenn man da drauf tritt. Boah, ich will auf. Kann jetzt mich nicht zu Dings. Lass mich nicht zu Anakin switchen, ey. Deswegen. Was hat er gesagt? Okay, man kann mit den Dingern. Mit dem Steuerkreuz kann man die Dinger auch ändern, habe ich gesehen. Ich habe gar nichts gemacht. Oha. Schlagen vor, mit Notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten Kanzler. Als erste Maßnahme mit diesen Sondervollmachten. Nein, Jar Jar hat alles in die Wege geleitet. Ich eine große Armee der Republik ins Leben rufen, um die zunehmende Bedrohung durch die Separatisten abzuwehren. Das gemacht. Ich versuche mit allen verfügbaren Jedi, Obi-Wan auf Geonosis zu helfen. Besuchen, ich werde die Klone auf Kamino. Oh, wir spielen von hier aus, okay. Level abgeschlossen. Ich spiele als Mace Windu, cool. Oh, wie viele Punkte ich bekommen habe? 120.000, oh. Ja, die werden definitiv auch verdoppelt, glaube ich, ne? Beeil dich. Ja, wo soll ich wissen, was die ganzen Herausforderungen sind? Aber mit den Kids habe ich gar nicht gesehen. Da war aber freigeschaltet. Padme Schiff. Oh, Geonosis Druiden. Ah, davon hatte ich auch einen. Aber die Arme sind alle kaputt. Wir sollten schnell nach Geonosis fliegen. Oh, guck mal. Obi-Wan steckt möglicherweise in ernsten Schwierigkeiten. Ja, der Jedi Squad. Kid Fisto. Kia Dimoni. Oh, sehr cool. Alle Farben, fein, fast. Ja. Er tut es wie ein Zivilisierter, ja, sein Dings wegstecken, ne? So, bin ich im freien Spiel? Ich bin im freien Spiel, ne? Cool. Gut, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge, oh, guck mal her, ja. Die Hämpferbewegung. Sind da mit der Mitte des Rates, ne? Mit dem Rat, den Rat ist die Idee, ne? Alles klar, cool. Eine Stunde, 9 Minuten, ich finde das schon lang genug, ne? Würde ich sagen, in der nächsten Folge gehen wir und machen uns auf nach Geonosis, ne?
und tun da so ein bisschen hier alle retten, ne? Finde das einen guten Plan? Ja, finde ich auch cool. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao.